ein schöner Schmetterling, der Gitterspanner. Er spannt alle Gitter. Ja, er heißt so, weil er die Flügel immer ziemlich gespannt hat, wenn er die Flügel offen hat. Ah, und das Muster ähnelt einem Gitter. Ja, das ist wegen dem. Vielleicht hat er sein mit viel Fantasie. He? Ja, schon. Schau mal. Ja, ja. Ist schon wie ein Gitter. Ja, genau. Jetzt sehe ich es auch. Es ist eigentlich ein Nachtfalter, aber er fliegt auch am Tag. Und er hat so eine Spannweite von ca. 25 cm. Ja, ein Riesenvogel. Ja. 25 cm. Millimeter, Entschuldigung. Oh, ein Riesending. Ja. Oh, sorry. Ich habe mich versprochen. Also wir haben ihm ja das wieder mit dem Vertrag erklärt und dass er zu faul ist offenbar, um selbst etwas zu arbeiten. Ja, das hat ihm nicht gepasst. Ja, schaut nur gross, oder? Und hat gesagt, der Subunternehmer da auf der Seite drüben, hier ist er, das ist der... ein Laufkäfer. Laufkäfer, ja, und die reinigen das Zeugs nicht. Nein. Nicht so gut, oder? Also er hat den Auftrag nicht verstanden. Nein, die sind geboren zum Laufen und nicht zum Putzen. Ja, genau. Er putzt sich selber. Ja. Also völliges Missverständnis. So, das war's. Ja. Kurze Aktion. Und hier eine Wiesenwanze. Ja, die Zweifleck Weichwanze. Ja, und das ist eine Besonderheit. Da muss ich gleich darauf aufmerksam machen. Sie legt Eier. Ja, das war wirklich speziell. Ja, das kommt später. Jetzt ist sie noch am Fressen. Also zuerst saugt sie an den Stängeln, um festzustellen, ob das Ganze überhaupt genießbar ist, ob das für ihre Jungen taugen würde. Genau, ja. Sie prüft da. Und jetzt sieht man, zack, den Legebohrer, sie ihn hineinsticht. Richtig tief ins Blatt. Oder in den Stängel hinein. Da hatten wir Glück, dass wir das filmen konnten. Ja, sensationell. Das habe ich noch nirgends gesehen. Es werden die Eier hineingepumpt. Und das dauert wirklich nicht lange? Nein. Wir haben hier die volle Länge und der Bohrer wird wieder an den Bauch geklappt. He? Genau, ja. Das ist also wirklich eine sehr, sehr seltene Aufnahme. Das war speziell, ja. Ja. Und wir haben das auch erst zu Hause gesehen. Ne? Ja. Auf dem kleinen Monitor vom Fotoapparat war das nicht zu erkennen. So, und hier... ein Männchen, das sehr interessiert wäre an der Paarung. He? Genau, ja. Aber sie sagt, nein, danke. Ich bin beim Eierlegen. Oder habe die Eier schon gelegt, mein Auftrag ist erfüllt. Und dieser Depp will das nicht begreifen. Nein, er versucht es immer wieder. Und sie verpasst ihm Kinnhaken und Kopfnüsse und alles. Aber er gibt nicht auf. Nein. Ein paar Kinnhaken wieder. Also,
so unglaubliche Hartnäckig der ist. Das hat länger gedauert als das Eierlegen. Ja. Das hat mir eigentlich sehr gut gefallen, weil hier sehen wir die Tarnung sehr schön. He? Ja, sind sie farblich abgestimmt ist auf die Futterpflanze. Ja, sie sind sehr gut getarnt. Und sie sind klein, sie sind etwa nur 7 mm lang. Mhm. Und diese hier konntest du bestimmen als... Ja, ich denke, es ist eine Eichblattradspinne. Und sie war auch sehr faul. Sie ist da nur so rumgelümmelt. Ja. Und dann mussten wir uns überlegen, was da zu machen ist, weil wir brauchen ja verschiedene Ansichten. Genau. Wir haben sie motiviert. Jawohl. Mit Überzeugung, oder? Das hat dir nicht so gut gefallen. Nein, sie lümmelte dann an der anderen Ecke. Aber hier hat sie etwas erwischt, oder? Ja, jetzt hat sie das, genau, eine Blattlaus. Hat sie da erwischt. Und die verspeist sie dann sofort. Ja. Und dann hängt sie wieder in den Seilen. Ja. Aber sie ist doch hübsch, diese Spinne. Ja. Und nicht besonders groß etwa. Nein. Ich habe mir das leider nicht notiert. Ja, so 6 mm schätze so etwas, ich. Ja. Eine andere schöne Fliege. Also sie gefällt mir immer wieder. Sie ist auch nicht gross, die Schmeißfliege, blau, grün. Eine blaue Schmeißfliege, ja. Es gibt ganz verschiedene, ganz, ganz ähnlich gefärbte Arten. Also sie schimmern ja eigentlich immer in verschiedenen Farbtönen. Ja, ja, ja. Was wir hier sehr gut sehen, das ist der Fotograf oder der Filmer auf ihrem Rücken. Sieht man gerade nicht mehr. Ja, Großaufnahme. Da siehst du es. Das Schwarze auf dem Rücken, das bin ich hinten dran. Genau, ja. Und wie man gut erkennen kann, ich bin schlanker geworden, oder? Da haben wir noch einen Blattkäfer. Und ich denke, es ist sogar der Minzeblattkäfer, weil er ist so schön grün. Ja, das stimmt. Also wenn wir Minze essen, werden wir auch ganz grün, oder? Das muss er sein. Auch er schimmert in verschiedenen Farben. He? Ja, aber ein bisschen weniger als die anderen Blattkäfer, die wir schon gezeigt haben. Mhm. Er hat sich hier extra für YouTube eine gute Position ausgesucht. Aber es war ihm zu heiß, er ist an den Schatten gelaufen. He? Ja, sie haben nicht so gerne die Sonne. Vielleicht ist es einfach zu hell oder so irgendetwas. Naja, er präsentiert sich am Schatten, aber das ist natürlich für YouTube nicht so besonders gut. Nein. Aber er macht es sich hier einfach gemütlich. Ja. Ja, er hat kein Verständnis für die Filmtechnik, oder? Gar nicht, nein. So, das wär's für heute. Bis später. Bis dann.